Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück bei Cave Story. Ja, letztes Mal haben wir das Spiel gestartet. Wir sind jetzt in Midgardorf gekommen und wir haben schon den Eierkorridor gemacht. Und jetzt ist da die arme Sue. Lass mich hier raus! Halt deinen Mund! Du bist der Grund, weshalb sie Toroko entführt haben. Unsere einzige Chance ist es, dich gegen sie einzutauschen und auf das Beste zu hoffen. Du verrückter Heuchler! Ich schwöre dir, wenn wir Toroko nicht zurückbekommen, werde ich dich Stück für Stück zerreißen. Was ist denn mit dem Typ los? Den müssen wir aufhalten. Hör auf! So. Jupp, ich sitze hier fest. Die Diener des Doktors haben einen Mimiga entführt. Sie dachten, ich wäre es. Ihr Name ist Toroko und als keiner der anderen Mimigas etwas mit ihr zu tun haben wollte, war nur sie freundlich zu mir. Ich weiß, kannst du nicht an meine Stelle gehen? Mein Bruder ist in einem Gebäude in Grasstown. Finde ihn und bring ihn hierher. Dies ist das Schicksal aller, die Ordnung von unserem Dorf irgendwas plan. Okay, aber sie hat uns einen Auftrag gegeben, die gute Sue, und den wollen wir doch gleich mal befolgen. Wir gehen heute nach Grasstown. Speichern wir vorher? Nö. Verbunden mit Grasstown, ganz genau. Ein Teleporter, und jetzt können wir Eierkorridor oder Grasstown. Und natürlich gehen wir nach Grasstown und... Die Musik ist voll geil. So, was haben wir denn hier? Santas Haus. Es ist leider verschlossen. So, hier ist ein Typi. Oho, ein Soldat von der Oberfläche. Ich dachte, der Krieg ist zu Ende. Naja, was soll's. Wenn du weitergehst, achte auf die Monster. Wenn sie auf dich fallen, wird es schmerzhaft. Ja. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Hallo, mein Name ist Santa. Ich wollte etwas Wasser holen, als ich von Monstern angegriffen wurde. Ich konnte entkommen und bin nach Hause gerannt, aber ich habe irgendwo auf dem Weg meinen Schlüssel verloren. Ich habe mich aus meinem eigenen Haus ausgeschossen. Ja, ich weiß nicht, der Dativ und der Akkusativ war wahrscheinlich nicht die Stärke des Übersetzers. Autsch. So, hip. Und hallo. So. Hi. So. Und hier haben wir den Schlüssel, Santas Schlüssel gefunden. Mit einem umgetreten E drauf. So. Und da es in Santas Haus was Schönes gibt, werden wir gleich mal zurückgehen. Hallöchen, Santa. Wow, das ist der Schlüssel zu meinem Haus. Santas Schlüssel für ihn. Ich danke dir, klar. Tschüss. Komm rein. Ich habe eine schöne Belohnung für dich. Wenn du verstehst, was ich meine. Sex. Oh, hohoho. Ho, ho. Hier auch so was total Tolles. Vorsicht, Todesfeinde zu deiner Linken. Eine kleine Berührung und du stirbst. So. Danke, du hast mich wirklich gerettet. Hier, das kannst du haben. Feuerball, willkommen. Du suchst jemanden? Ich habe hier nirgendwo jemanden gesehen. Wenn du weiter im Landesinneren suchen willst, musst du durch den Kamin in Chakos Haus gehen. Super. So. Chakos Haus haben wir bisher noch nicht gesehen. Und warum bricht die Framerate jetzt wieder ab? Jetzt nicht mehr. Okay. Da. Jetzt kackt sie wieder ab. Ich weiß nicht warum. Achso, ja. Ich habe ja eine neue Waffe. Die werde ich jetzt gleich mal zeigen. Und zwar an den hier. Ja. Wir haben jetzt so Feuerbälle. Die können wir nach oben schießen. Die können wir aber auch... so schießen. So. Und jetzt haben wir sie aufgelevelt und bla rabo. Autsch. So. Scheiße. Okay. Bums. Und hier lang. Besiegen wir die Viecher hier alle mal so. Bam. Wisst ihr, wie sehr ich mich darauf freue? Falls ich dann irgendwann mal in
3DS habe, ich werde mir wirklich Cave Story holen. Weil Cave Story richtig geil ist. Nein, nein! Ich bin gestorben! Du bist gestorben? Scheiße, ich bin zum ersten Mal gestorben. Okay, ich muss mir meinen ersten Strich machen. Nummer 1. Hab ich euch ja versprochen, dass ich eine Strichliste führe von den Toten. Manno, das war ein unnötiger Tod. Das war kacke. Na, ah, das ist so. Hallo, geht doch mal weg. Autsch. Geht weg. So. Was ist das denn? Achso. Dam 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 da 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 da. Wow. Nein, nein! Ich hab Angst vor euch! Ja, wenn das riesige Vieh auf mich drauf fällt, also, dann ist Schicht im Schacht. Aber ganz, ganz stark. So. Hier. Oh, was ist denn da schön? Oh, komm da irgendwie rein! Was ist denn auf dem Kauf? Ach nee. Nein, die ziehen wir natürlich das ab. Autsch. Scheiße, ich bin fast tot. 1, 2, 3. Na komm. Okay, dann muss ich das so machen. Und ich so hingehen. Ich möchte das haben. Okay. Hallöchen, was ist denn mit dir los? Ich möchte doch da einfach nur rein. Was ist denn hier? Das kann doch nicht so schwer sein. Dam 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 da 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 da. Hallo, was soll das denn? Nö. Das ist furchtbar unnötig. Ah, nein! Fuck. Ich möchte das haben. Ich möchte wirklich so viel wie möglich haben. Es gibt zwar hier nicht sowas wie bei Metroid hier so. Ja, du hast so und so viel minus 85% gesammelt und so. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst, aber ich brauche das Zeug wirklich. Ah. Nein! Scheiße. Boah, ist das nervig. Wie kriege ich das denn gebacken? Eigentlich dürfte das nicht so schwer sein. Eigentlich dürfte das nicht so schwer sein. Ach, Manu. Nee. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ach komm, lassen wir es erstmal. Ich glaube, da kommen wir auch nochmal später hin. Nee, nach Grasshorn kommt. Spoiler. Bei nach Grasshorn kommen wir nicht, Spoiler. Okay, hier bin ich vorm Sturm. So. So, wir haben hier ein lustiges Ding. Aber wir wissen nicht, was es ist im Moment, ne? Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier rein. Chacos Haus. Hallöchen, Chaco. Hallo, das ist ein gefährlicher Gegenstand, den du da hast. Bist du ein Reisender? Natürlich. Willst du speichern? So, der gute Santa hat ja gesagt, dass wir durch den Dings, durch den... Ja, die sind im Weg. Oh, ach, du würdest gerne durch meinen Kamin rausgehen, dann brauchst du Quallensaft. Du bekommst ihn von den Quallen, das klingt doch logisch, oder? Ja, aber wo waren denn Quallen? Hm, oh, das sind ja auf einmal Quallen, was soll das denn? Das ist ja wirklich unglaublich. Wie kann denn sowas sein? Wow, 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 das wäre jetzt wirklich unschön ausgegangen. Das wäre wirklich unschön ausgegangen. Autsch. Leck mir. Nein, nein, nein! Oh, scheiße. Strich Nummer 2. So, ja. Es läuft halt wieder super, oder? Also, finde ich, Alter, wirklich
Sind die jetzt schon da, die Viecher? Nein, natürlich, wir müssen noch mal mit ihr reden. Denn das ist ja auch total offensichtlich. So sieht sie da die Flammen ein Loch in die Wand, der ist weg. Achtung, wenn das Kind euch meinen Kaninen abkommt, du fallen, dann bekommt sie von den Fallen. So. Dann speichern wir noch mal, damit wir nicht noch mal mit ihr balabern müssen. Ja, Makelzi, was soll das? So. Können wir jetzt nämlich gleich hier raus, so. Oh, und... Oh, ihr seid so nett. Ja, Makelzi. Ja, machen die auch irgendwas anderes? Wow! Okay, dann nehmen wir das mit. Das kommt. Bam. Nein, 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 nein. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Diese Aktion hatten wir vorhin schon. So. So. Ach, ich hasse diese Viecher so unglaublich dolle. Autsch. So. So. Das ist furchtbar super. Heute geht's natürlich total ab, denn ich kack hier voll ab. Warum auch immer ich das halt tue. Ich möchte noch nicht gegen das Vieh kämpfen. Das ist so ein kleiner Miniboss, von dem wir ein Item bekommen, was wir insgesamt dreimal brauchen werden. So, nein! Ja, das Item, was wir von diesem Vieh kriegen, brauchen wir zweimal. Mit einem optionalen Gegenstand brauchen wir es dreimal. Dieser optionale Gegenstand ist aber eigentlich ziemlich nützlich, weil das ist, eine coole Waffe. Kann man wirklich so sagen? Ist auch so. Finde ich jetzt. Das ist jetzt meine eigene Meinung. Die können manche vertreten, manche vielleicht nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch selber nicht. Na, was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Ich möchte das doch nicht haben. Ach ja. Das ist super, oder? Das ist doch furchtbar spannend. Das, okay. Machen wir das, wenn wir eine andere Waffe haben. Die wir übrigens erst im nächsten Gebiet bekommen. Und hier bekommen wir Schatztruhe öffnen. Quallensaft. Den guten alten Quallensaft. Yay. So. Mit dem Quallensaft in der Hand gehen wir jetzt wieder hier hin zu Chaco ins gute alte Häuschen. Und jetzt leveln wir erstmal wieder hier das ein bisschen auf. So, wir speichern. Und kippen den Quallensaft jetzt hier drüber. Willst du den Quallensaft benutzen? Natürlich. Und schon sind wir draußen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ja. Falls wir jetzt herunterfallen würden, dann müssen wir das Zeug halt nochmal holen. So. Na, komm. Okay. Ja, das machen wir ganz schnell. So, Level up, Level down, Level up. Was? Wow. Ist er. So. Und. Wow. Na komm. Nein. So. Oh. Die Viecher sind. Oh ja, toll, denn. Wenn man sie beim ersten Mal angreift, schießen sie so einen lustigen Strahl. Das macht furchtbar Spaß. Es ist verschlossen. Das hier ist der Stromraum. Ja, Strom. Oh. Wow, wow, wow. Ich hab schon getroffen jetzt gerade. Wow. Boom. Nehme ich das mal alles mit hier. Das können wir auch so besiegen. So. Ist doch alles total chillig.
So, und hier ist, was da noch und so. Wow, das war fake. Das war auch nicht sehr nett von euch.